Hallo, ich bin's wieder, euer Bahnfan 1981. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's um den Nightjet. Ich habe hier ein sehr schweres Paket, ist wirklich brutal schwer, diese Schachtel hier. Es ist von Models World und das gehört zu LS Models. Das Ganze sieht so aus, dass es sich hierbei um den Nightjet ZMW 1810 AC exklusiv für Lemke um den Nightjet Berlin Ostbahnhof Zürich Hauptbahnhof handelt. Was haben wir hier drin? Zwei Doppelstock-Schlafwagen, ich glaube zwei Liegewagen und zwei Sitzwagen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Als erstes empfängt mich ein Schild. Das ist ein Zuglaufschild, Nightjet 471 Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Magdeburg Hauptbahnhof, Frankfurt am Main Süd, Mannheim Hauptbahnhof, Basel Badischer Bahnhof, Basel Schweizer Bahnhof, Zürich Hauptbahnhof. Dann haben wir hier nochmal etwas, da sehen wir noch den Flügelzug von Berlin. Ich glaube, die werden in Frankfurt dann zu einem Zug vereinigt. Dann haben wir hier eine Information, wie man die Wagen mit einer Innenbeleuchtung versieht. Dazu muss man hier anscheinend nur das Dach öffnen. Hier hat es noch gewisse Zugrüstteile, aber das ist so für Vitrinenmodell. Dann haben wir hier die Möglichkeit, wie man den Doppelstock-Schlafwagen öffnet. Ah ja, im Gegenbogen R420, aber sonst Radius R358. Also der R1-Radius ist hier möglich. So war es auch angegeben. Ja, dann haben wir hier vom Liegewagen noch, wie man das Gehäuse öffnet. Und hier unten gibt es dann noch die Möglichkeit, gewisse Zurüstteile an der Pufferbohle. Aber ich denke auch, das ist für Vitrineneinsatz bestimmt. Einbau von Fensterrollo etc. So. Wie ich das jetzt hier sehe, ist hier schauen wir mal das hier oben mal vorsichtig wegmachen. So. Oh, guck mal, schön. Da haben wir jetzt als erstes zum einen einen Liegewagen, nochmal Liegewagen und einen Schlafwagen. So, hier sehen wir jetzt den Waggon. Den Doppelstockwagen auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Ich nehme bei LS Models grundsätzlich bei allen Fahrzeugen, Rocco, Märklin mittlerweile auch, da nehme ich, zeig's gerade mal, diese Rocco Universal Kurzkupplung. Mit der habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, auch in engen Radien. Und die nehme ich auch jetzt für den Nightjet. Ja, ist wirklich ein sehr schönes Set. Wir haben dann hier noch einmal einen Doppelstockschlafwagen, einen Sitzwagen und noch mal einen Sitzwagen. Sieht wirklich hervorragend aus. Ja, und diese Kordeln hier, oder diese sind sehr praktisch. Da kann man nämlich dann das ganze Karree mit rausziehen, das ganze, die ganze Einheit hier kannst du da rausziehen. Ist wirklich schön gemacht, muss ich echt sagen. Ja, ist wirklich toll gemacht, wenn ich mir das so angucke. Sieht wirklich sehr schön aus. Ich werde es jetzt mal aufgleisen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So. Bis gleich. Jetzt ist der Zug aufgegleist und für meine Anlage ist der natürlich zu lang, klar. Das sind 6 Waggons. Aber ich teile mir das mit meinem Freund, der kriegt 3 Wagen und ich krieg 3 Wagen und dann ist jeder glücklich und jeder hat dann einen Nightjet in einer akzeptablen Länge. Trotzdem will ich es mir jetzt mal nicht nehmen, diese 6-teilige Garnitur mal fahren zu sehen und ich möchte jetzt hier auch mal die Fahreigenschaften sehen. Das Set hat von Haus jetzt auch schon Wechselstromachsen, das ist schon mal sehr gut. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, wir sehen jetzt hier diesen Sitzwagen,
Da haben wir dann Tische, Stühle drin. Nebendran ist der Liegewagen und da sind dann die Liegen drin. Also der ist dann die Nachtstellung. Und hier haben wir dann den Schlafwagen. Da haben wir dann auch die einzelnen Kabinen. Ist wirklich hervorragend gemacht. Ja, es ist wirklich eine Spitzenqualität, muss ich echt sagen. So, ich habe mal drei aussortiert. Einen Doppelstock-Schlafwagen, einen Liegewagen und einen Sitzwagen. Und jetzt zeige ich mal den Nightjet, wie er bei mir auf meiner Anlage verkehren wird. Ihr erinnert euch, ich habe ja von Rocco noch mal einen Sitzwagen. Das heißt, ich habe jetzt drei Waggons von LS Models, ein Dosto Doppelstockwagen, einen Liegewagen und zwei Sitzwagen. Und wie das aussieht und dann noch mit den Autotransportwagen, das zeige ich jetzt gleich. So soll der Deutsche dann in Zukunft verkehren. Mit einem ÖBB Taurus und vier Waggons. So, es ist Sommerzeit und da werden Autoreisezugwagen beigesetzt. Die zwei gehören ebenfalls zum Nightjet.
Field Messages. It is necessary to wear mouth and nose protection in all public transportation. Please keep your distance to other people.